Guten Morgen, meine Damen und Herren, zu einem historischen Tag hier im Deutschen Bundestag. Denn der Parlamentskreis Pferd tagt das erste Mal unter gütiger Mithilfe von Andrea Nahles, der SPD-Chefin. Das ist schon mal historisch, und historisch ist auch das, was Olaf Scholz in dieser Woche hier vorlegt. Der Haushalt zum sechsten Mal schreibt er eine schwarze Null. Die Kritik der Opposition allerdings, es wird nicht wirklich gespart, es wird eben nur eine schwarze Null geschrieben. Und das ist kein Kunststück, so die Opposition, denn bei den vielen Mehreinnahmen kann man auch mehr ausgeben. Besser wäre, man würde die Schulden abbauen. Dennoch ist es so, dass durch die gute Konjunkturlage und durch diese schwarze Null jetzt schon im sechsten Jahr so ist, dass der Posten Bundesschuld, der lange, lange Jahrzehnte auf Platz 3 war nach Arbeit und Soziales und Verteidigung, der ist jetzt weiter nach unten gerutscht. Und auf Platz 3 steht jetzt der Etat Verkehr und digitale Infrastruktur mit 29,29 Milliarden Euro. Und der Etat von Bundesverkehrsminister Scheuer ist auch der Etat mit der größten Investitionssumme, 17,27 Milliarden. Und darüber will ich mich jetzt unterhalten mit meinen Gästen. Daniela Ludwig begrüße ich ganz herzlich. Sie ist die Sprecherin für Verkehr und digitale Infrastruktur der CDU-CSU. Und Erik Holm, falsche Namensfolge, von der AfD. Er ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende für diesen Bereich zuständig. Frau Ludwig, ich habe es gerade gesagt, großer Investitionsetat. Es ist aber so, dass wir in den vergangenen Jahren dazugelernt haben, dass diese massigen Gelder, die vor allen Dingen auch für die Infrastruktur bereitstehen, gar nicht abgerufen werden können. Und der Minister hat auch diesmal gesagt, es geht erstmal darum, möglichst die Planungen voranzutreiben. Und im Grunde genommen, wenn man das ein bisschen ketzerisch übersetzt, ist Herr Scheuer froh für jede Milliarde, die er nicht zugewiesen kriegt. Also ich würde mal sagen, ganz so schlimm ist es nicht. Wir als Verkehrspolitiker sind in der Vergangenheit schon immer gestraft gewesen, weil wir zu wenig Geld hatten. Jetzt fühlen wir uns rundum wohl, weil wir endlich mal ausreichend Geld für die deutsche Infrastruktur haben. Es gibt wahnsinnig viel Nachholbedarf, insbesondere im Westen der Republik, wo vieles vernachlässigt wurde. Straßen, Schiene, Wasserstraße, viele Schleusen sind in einem schlechten Zustand. Wir müssen bei den Flughäfen schauen, dass wir hinterherkommen. In der Tat ist es so, dass man in den Zeiten, als das Geld nicht so gut da war, Planungskapazitäten abgebaut hat. Großer Fehler, wie wir jetzt wissen. Jetzt suchen wir händeringend die Ingenieure, die das planen, wofür wir das Geld gerne bereitstellen würden. Da sind wir jetzt aber mittlerweile in den meisten Bundesländern, die sich zur Infrastruktur bekennen, auf einem recht guten Weg. Bayern ist da wie immer vorbildlich unterwegs. Wir haben immer Projekte in der Schublade, die wir bauen können, weil wir fertig sind mit Planen. Also wir müssen uns beim Bereich Infrastruktur einfach wieder daran gewöhnen, dass das die Lebensadern sind in unserem Land und dass wir zum einen Geld dafür brauchen, aber auch die Persönlichkeiten, die es planen können. Und diesen Umschwung schaffen wir gerade. Nun denkt man immer, es fehlt am Geld. In dem Bereich ist jetzt das Geld da. Aber wie gesagt, es wird kaum gebaut, weil eben die Planungsfeststellungsverfahren viel zu lange dauern. Da würde ich doch als Regierung auf die Idee kommen, an diesen Planungsfeststellungsverfahren etwas zu ändern. Das ist auch dringend geboten. Also im letzten Jahr sind 4 Milliarden Euro im Etat liegen geblieben, die nicht verbaut werden konnten. Und das ist tatsächlich das Problem. Nicht das Geld macht die Probleme, sondern die Planung. Die Verfahren dauern so lange, dass es heute von der Planung bis zur Fertigstellung von Bauprojekten, gerade im Straßenverkehrswesen, bis zu 30 Jahre und mehr dauert. Und das darf natürlich nicht sein. Es gibt ja jetzt ein neues Planungs- und Beschleunigungsgesetz, was wir aber auch sehr stark kritisieren, weil es nicht ausreichend ist. Es setzt die Dinge nicht so um, dass wir eine deutliche Beschleunigung bekommen werden. Das ist das große Problem. Stichwort Bürgerbeteiligung, das ist in anderen Ländern viel, viel besser gelöst. In Dänemark beispielsweise, wenn wir uns mal die Fehmarn-Belt-Querung anschauen, eine wichtige innereuropäische Verkehrsachse, die gebaut werden soll, ein Tunnel durch die Ostsee auf unser Gebiet. Wir sollen nur die Verkehrsanbindung dort gewährleisten und hängen da schon hinterher und haben auf unserer Seite über 12.000 Einsprüche gegen das Verfahren. Auf dänischer Seite nur 30, weil man die Bürger viel, viel früher einbezieht und dann auch Maßnahmegesetze macht. Das heißt, die werden übers Parlament verabschiedet, was den Weg des Rechtsverfahrens auch sehr, sehr verkürzt. Nun könnte man ja sagen, eine Straffung kann auch dadurch zustande kommen, dass die Länder sozusagen ihre Autorität für die Planung und den Bau von Autobahnen abgeben an den Bund. Ab dem Jahr 2020/21 wird das der Fall sein. Dafür kriegen die Länder 9,6 Milliarden Euro. Aber der Bund macht jetzt etwas, was zu befürchten war. Er gründet eine neue Gesellschaft, eine Infrastrukturgesellschaft. Wir haben 13.000 Kilometer Autobahnen und es werden 15.000 Menschen diese Gesellschaft beackern. Sozusagen ein Mensch pro Autobahnkilometer. Ist das wirklich nötig?
Zum einen ist es notwendig, dass wir diese Gesellschaft gegründet haben. Warum? Wir haben oftmals beim Autobahnbau ideologische Grabenkämpfe, je nach Landesregierung. Es gab Landesregierungen in der Vergangenheit, gerne natürlich grün geführt, die statt Autobahnen zu erneuern oder neu zu bauen, lieber Radwege geplant haben, sich jetzt wundern, dass der Verkehr kollabiert und sich vom Bund leider auch nicht unter die Arme greifen ließen oder beratschlagen ließen. Deswegen ist es richtig, dass der Bund hier in die Verantwortung geht und sagt, wenn ich ein einheitlich gutes Straßennetz in meinem Zuständigkeitsbereich Autobahn haben will, muss ich es zentral steuern. Richtig ist aber auch, dass wir vor Ort die Ansprechpartner brauchen. Wenn wir über Bürgerbeteiligung sprechen, nützt es mir nichts, wenn nur ein paar Personen in Berlin sitzen und dort die Autobahnen verwalten, sondern muss ich vor Ort in der Lage sein, Bürgerdialoge durchzuführen. Ich muss vor Ort die Erörterungstermine machen. Und deswegen ist es richtig, zum einen diese Gesellschaft zu haben, zum anderen aber auch für Personal in den Regionen zu sorgen und die Regionen hier nicht ausbluten zu lassen. Können wir jetzt nicht vertiefen, das ist ja so ein großes Thema, deswegen will ich auf das nächste kommen, Fahrverbote. Das interessiert die Menschen natürlich auch am meisten. Ich weiß nicht, ob bei Ihnen in Schwerin, Herr Holm, schon Fahrverbote existieren, aber in vielen Städten sind die jetzt schon verordnet worden und man reibt sich verwundert die Augen. Ich nehme nur mal Hamburg heraus. Da wird in zwei Straßen ist Fahrverbot für Diesel, alte Diesel, und dort haben wir den größten Hafen, wo die Schiffe mit Schwerdiesel laufen und wenn sie entladen werden, lassen sie diesen Diesel einfach weiterlaufen. Das ist doch alles Augenwischerei. Warum werden denn hier eigentlich die Autofahrer abgestraft? Wenn man wirklich saubere Luft will, muss man doch andere Wege gehen, oder? Zuallererst haben wir hier eine große Angstmacherei, die insbesondere aus der grünen Ecke kommt. Wir hätten so schmutzige Luft in den Städten. Das stimmt ja nicht. Seit Jahren wird die Luft kontinuierlich besser in unseren Städten. Und von daher ist es auch völlig verfehlt, jetzt mit Fahrverboten zu hantieren. Sie haben die Schiffe angesprochen, die in den Hamburger Hafen einlaufen. Ein Schiff produziert so viel Stickoxide wie 750.000 Autos. Macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben gerade gelesen, das Fahrverbot, das erste, was es bei uns gegeben hat in Hamburg, hat dazu geführt, dass in der Max-Brauer-Allee, die eine der beiden Straßen, die betroffen ist, dass dort die Stickoxidbelastung sogar gestiegen ist. Also man sieht, die Einflussfaktoren sind so umfangreich, dass das schon gar nicht funktionieren kann. Und man muss eigentlich nicht an den Symptomen herumdoktern. Das macht die Bundesregierung leider. Wir müssen endlich an die Wahrheit ran. Und das sagen uns ja die Gesundheitsspezialisten. Dieser Grenzwert ist völlig unsinnig. Diese 40 Mikrogramm, die Schweizer haben übrigens 80, die US-Amerikaner haben 100 Mikrogramm. Und es ist völlig unbedenklich, diese 40 Mikrogramm brauchen wir nicht. Ein Adventskranz hat schon 100 Mikrogramm. Wenn wir zu Hause die erste Kerze in zwei Wochen anzünden, dann haben wir schon so eine große Belastung, dass wir aus der Wohnung flüchten müssten. Das ist natürlich ein Unding. Nun ist es natürlich so, Herr Holm, die Luft in den Städten ist natürlich immer da schlecht, wo die Straßen benutzt werden. Und das zeigen ja auch Messungen, dass wenn man diese Straßen sperrt, auf den Ausweichrouten jetzt das Gleiche passiert. Insofern ist Straßen zu sperren und Ausweichrouten auszuweisen auch nicht wirklich des Pudels Kern, oder? Das ist letztlich das, was wir auch als CDU-CSU-Fraktion immer gesagt haben. Wir halten Fahrverbote für falsch. Zum einen, weil sie die Falschen treffen, nämlich die Pendler, die fahren müssen und auch die Menschen, die in der Stadt wohnen müssen, fahren. Sondern wir müssen das Problem letztlich bei der Wurzel packen. Zum einen die Frage, welche Fahrzeuge bewegen sich den ganzen Tag permanent in den Städten. Die müssen wir nachrüsten. Stichwort Müllfahrzeuge, Stichwort die Paketdienste. Die müssen sauberer werden, weil die tatsächlich den höchsten Anteil an der Verschmutzung tragen. Wir müssen, glaube ich, auch wieder ein bisschen runter von dieser typisch deutschen Aufgeregtheit, die ich in anderen europäischen Ländern, die übrigens die gleichen Grenzwerte einhalten müssen, überhaupt so nicht erkenne. Sondern ich denke, dass wir mit unseren Förderprogrammen zur Nachrüstung von den großen Fahrzeugen, die permanent fahren, gut unterwegs sind. Ich würde auch appellieren, auch wenn es gerne kritisiert wird, wenn sich Politik bei Gerichten einmischt, an die Gerichte mal appellieren, zu überlegen, was lösen sie mit solchen Urteilen aus, nämlich genau das, was Sie beschreiben. Ausweichverkehre, die niemandem helfen. Wir sind jetzt dabei, Messstellen zu überprüfen. Und die ersten Überprüfungen geben Anlass zur Sorge, dass Messstellen oftmals nicht korrekt aufgestellt sind. Das heißt, da müssen wir weiterkommen. Und wenn ich dann sehe, dass zumeist grün geführte Landesumweltministerien diese Überprüfung blockieren, bin ich nicht zufrieden. Und da müssen wir vorwärts kommen. Die Verkehrsministerkonferenz hat beschlossen, sämtliche bundesdeutschen Messstellen werden auf den Prüfstand gestellt. Und da erwarte ich von allen, dass sie sich dran halten. Sonst müsste ich nämlich annehmen, wenn ich die Überprüfung als grüner Landesminister nicht vornehme, dass er schon weiß, dass was schief liegt. Hört sich alles gut an, aber als Verbraucher bin ich der Dumme. Ich habe mal einen Diesel gekauft vor 3 Jahren mit viel, viel Geld. Und jetzt heißt es, ihr bekommt ja Hilfe. Es wird sogar Hardware-Nachrüstung geben, aber wahrscheinlich erst in 3 Jahren. Also der Verbraucher ist wirklich der Dumme. Und ich frage mich immer, warum hat die Politik da so lange gepennt? Man hätte doch viel früher aktiv werden müssen.
In der Tat, das kritisieren wir ja auch ganz stark. Und jetzt ist man in diesem Klein-Klein-Verfangen mit Nachrüstungen, mit Umweltprämien und dieses ganzen Tohuwabohu brauchen wir alles nicht. Ich habe es ja schon gesagt, die Grenzwerte sind so Quatsch. Und natürlich ist der erste Schritt, weil das andere ist EU-Recht, das ist ein bisschen schwieriger, ein dickes Brett, was da zu bohren wäre, die Messstellen zu überprüfen, die falsch positioniert sind zu großen Teilen. In NRW hat man ja schon mal getestet und die Hälfte aller Messstationen waren verfehlt in der Konstellation, wo sie standen. Und da müssen wir drüber nachdenken, dass wir da schnell Abhilfe schaffen. Wenn wir als einziges Land in der EU falsch messen, haben wir natürlich, klar, als einziges Land Fahrverbote, die wir nicht brauchen. Und wir müssen eben an die Bürger denken. Und ich kann nur an jeden Bürger auch appellieren, möglichst das Auto, den Diesel, einfach zu behalten. Denn in 2 bis 3 Jahren wird sich das Problem von alleine gelöst haben, weil die Dieselflotte ja immer moderner wird. Es kommen modernere Wagen auf den Markt und demzufolge werden auch die Grenzwerte, diese viel zu niedrigen Grenzwerte, auch eingehalten. Also es sollte keine Panikmache stattfinden, sondern wir sollten an die Wurzel ran und das sind diese Grenzwerte. Im Vergleich zu anderen Ländern ist tatsächlich diese Messstellenproblematik, aber das ist doch auch Augenwischerei. Ob wir jetzt da ein bisschen höher messen oder tiefer, da ist der Wert ein bisschen anders, ob es näher an der Kreuzung steht. Unterm Strich muss es uns doch dazu umgehen, eine gesunde Umwelt zu haben, egal ob in Frankreich, Dänemark oder Deutschland. Und das bedeutet, die Autos, die Schiffe stoßen viel zu viel Schadstoffe aus. Und da hätte der Gesetzgeber viel früher reagieren müssen. Warum wird jetzt nicht wenigstens Druck auf die Autohersteller gemacht? Denn wenn man heute sich einen Diesel kauft, da muss man genau gucken, welchen 6er Diesel man kauft. Denn nur der 6D ist dann derjenige, der in die Zukunft trägt. Warum dürfen überhaupt 6A, B, C verkauft werden? Die sind ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ja, zum einen denke ich, muss sich die Automobilindustrie klar werden, dass sie hier eine hohe Verantwortung trägt. Wenn sie Autos verkaufen möchte, die Zukunft haben, die Perspektive haben, dann muss sie sich jetzt dringend auf den Weg machen. Wir haben viele Gespräche mit der Automobilindustrie schon vor dem Jahr 2016, als die Luftreinhaltepläne kamen, Gespräche geführt, ihnen gesagt, ihr seid hier nicht auf dem Laufenden, die E-Autos laufen bei uns nicht, obwohl wir sie fördern. Wir müssen schauen, dass wir bei Plug-in-Hybriden besser werden. Hier sind wir immer noch in den Kinderschuhen, während hingegen andere Hersteller international hier reüssieren. Hier hat man sich auf den alten Meriten ausgeruht. Und wenn man das noch länger tut, wird man sich tatsächlich irgendwann definitiv abhängen lassen. Da gibt es natürlich schon den starken Druck jetzt. Und ich hoffe, dass sich der ein oder andere Automobilhersteller jetzt endgültig bewegt. Sonst wird er letztlich durch den Markt selber bewegt werden. Das ist Punkt eins. Wenn Sie die Schiffe ansprechen, gehen wir mit diesem Verkehrshaushalt, den wir vorher gerade kurz angetippt haben, schon den ersten richtigen Weg. Wir fördern jetzt bessere Ladeinfrastruktur, zum Beispiel in Hamburg für die großen Kreuzfahrtschiffe und für die großen Güterverkehrsschiffe, die Hamburg natürlich braucht und wovon Hamburg auch lebt. Aber in der Tat ist es richtig, diese Schiffe haben letztlich den größten Anteil an der Luftverschmutzung allein in Hamburg. Hier tut Hamburg schon sehr viel. Verantwortliche Kommune. Hier geben wir Millionen aus, um eine neue Ladeinfrastruktur für diese Schiffe zu fördern. Da geht der Haushalt in die erste richtige Richtung und die werden wir in den nächsten Jahren auch fortsetzen. Das ist richtig und das ist wichtig. Aber bleiben wir ruhig in Hamburg, weil es so anschaulich ist. Die Ladeinfrastruktur in Hamburg ist, glaube ich, weltweit führend. Da ist alles automatisiert, da gibt es keinen Ausstoß. Aber die Schiffe, die da ankommen, die die Güter bringen, die die Güter wegfahren, die laufen mit Schweröl und deswegen kann man die auch nicht einfach ausstellen, weil die 2 Tage brauchen, ehe die wieder angefeuert werden können. Da kommen wir zu dem eigentlichen Problem. Meine individuelle Mobilität wird gesetzt gegen Wirtschaftskraft. Und das wird immer so weitergespielt. Die letzten Jahre hat man gehofft, das geht gut. Es ist aber nicht gut gegangen, sondern jetzt ist eben der Endverbraucher dran, nämlich der Autofahrer. Wie kann man das denn auflösen, indem man einfach sagt, diese Schiffe dürfen Hamburg nicht mehr anlaufen? Das würde natürlich Arbeitsplätze kosten und auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Also wo kann denn da eine Lösung sein? Naja, natürlich kann das keine sofortige Lösung sein. Es gibt ja auch schon Städte, die tatsächlich dieses Anlaufverbot haben, europäisch. Aber ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist in absehbarer Zeit. Man muss natürlich dafür sorgen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Beispielsweise, dass Schiffe nur mit Elektromotoren ausgerüstet in den Hafen zumindest einlaufen und die Schweröle erst draußen auf See verbrennen. Das sind Möglichkeiten, die kann man machen. Aber letzten Endes finde ich, wir sollten mit dieser Panikmache nicht übertreiben. Wir haben eine immer sauber werdendere Luft in unseren Städten. Und deswegen ist diese ganze Kampagne, die wir erleben gegen den Diesel an sich, völlig hinfällig. Das sagen Ihnen die Lungenspezialisten, die gerade in den letzten Wochen vermehrt auf den Plan getreten sind und sagen, dass diese Grenzwertdiskussion völlig unsinnig ist. Wir brauchen sie einfach nicht. Herr Holmer hat das jetzt schon mehrfach angedeutet. Und auch bei der CDU gibt es ja diese Diskussion. Die Deutsche Umwelthilfe, die überall klagt, wird unter anderem von der japanischen Autoindustrie finanziert. Und da sagen einige Kreisverbände der CDU, das wollen wir doch mal auf dem CDU-Parteitag abstimmen, ob deren Gemeingenützigkeit nicht in Frage gestellt werden soll. Also haben wir ja ein hausgemachtes Problem durch jemanden, der interessengeleitet ist?
Das haben wir sicherlich. Ich habe vorher schon angesprochen, diese hysterische, teilweise wirklich hysterische Debatte, die wir in Deutschland führen, führt kein anderes europäisches Land. Die Deutsche Umwelthilfe hat hier sicherlich einen nicht unerheblichen Anteil daran. Insofern unterstütze ich die CDU-Kreisverbände, die diesen Antrag gestellt haben, absolut. Das gilt es sich anzuschauen. Ich bin ehrlicherweise auch nicht glücklich damit, dass der Bundeshaushalt der Deutschen Umwelthilfe nach wie vor Geld zur Verfügung stellt. Das halte ich für eine Fehlentscheidung im federführenden Wirtschaftsministerium. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass wir das nächstes Jahr abstellen. Denn ich kann den gemeinnützigen Ansatz mittlerweile wirklich nicht mehr erkennen, sondern es ist ein Lobbyverein, ein Abmahnverein, der viel Geld damit verdient, betroffene Bürger zu vertreten, die sich natürlich Hilfe suchen. Das will ich gar nicht verurteilen. Aber dass man hier jetzt sozusagen diesen Feldzug zunächst gegen den Diesel angestoßen hat, den nächsten Feldzug ja bereits ankündigt, der nächste, der dran ist, ist der Benziner. Ja gut, dann fahren wir künftig alle nur noch Fahrrad. Kann man wollen, glaube ich, wird aber die Wirtschaftsnation Deutschland nicht voranbringen. Gibt aber einige Städte, die das schon machen, unter anderem Portland in Oregon. Da wird nur noch Fahrrad gefahren. Ich habe gerade gelesen, dass Oslo ab nächstem Jahr überhaupt keinen Autoverkehr mehr in der Innenstadt duldet. Da muss man einfach mal weiterdenken und zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr nicht teurer machen, wie es andauernd passiert, sondern eventuell billiger oder kostenlos anbieten. Man muss einfach sich neue Sachen ausdenken. Sind unsere Politiker, Sie haben ja Glück als neue Partei, bisher wahnsinnig betroffen, zu unflexibel dirigieren und bieten nicht das Richtige an? Naja, das muss man wirklich zu Ende denken. Also kostenloser Nahverkehr, das halte ich für schwierig umsetzbar. Natürlich muss man dann auch die Folgen bedenken. Das heißt, wir müssen neue Busse, neue Bahnen kaufen. Natürlich, die Nachfrage wird enorm steigen. Deswegen muss man das wirklich sich gründlich überlegen. Ich halte davon in der Regel nichts. Wenn es günstiger geht, weil man dadurch die Nachfrage steuern kann, ist das in Ordnung. Aber ich würde gerne zur Umwelthilfe noch ein paar Sätze sagen. Das ist ja richtig, was Frau Ludwig hier gesagt hat. Nur, Sie sind ja nicht die Opposition, Sie sind die Regierung und haben 2006 erst ermöglicht, dass diese deutsche Umwelthilfe ins Verbandsklagerecht reinkommt und diesen Schabernack treiben kann und jetzt schon das 12. Urteil in Folge erstritten hat mit Fahrverboten, jetzt auf der A40 in Essen. Und das ist natürlich fatal. Frau Ludwig, es geht drin los. Zur Umwelthilfe muss man sagen, egal wie sie motiviert ist, ihr Anliegen ist ja richtig. Wir brauchen saubere Luft und die ist nicht gegeben, zumindest in den Straßen, die stark befahren sind, um jetzt hier mal für die Umwelthilfe auch eine Lanze zu brechen.